Ach, eine gute Donnerbüchse ist das. Irgendein besonderes Zauberbuch, was wir noch verkaufen können? Nein, dann verkaufen wir erstmal den Schrott. Ich habe hier jede Menge Skin-Kultisten rum, die weg können. Hier kann auch erstmal alles, was gewöhnlich ist, weg. So. Gott, war das Geld. Oh, und hier genauso. Haben wir jede Menge Kultisten oben. Der wird wahrscheinlich blöd gucken, dass wir ihm so viele Skein-Kultisten oben vor die Füße knallen. Hier will ich nichts verkaufen. Hier hätten wir ein Wolfszahn, Geld und ein paar Wolfspelze. Und das war's eigentlich. Jedes Buch, was wir doppelt und dreifach haben, können wir mal verkaufen. Ja. Gut. Jetzt mal gucken. Wir brauchen keine Zweihänder, keine so viele inventarische Zepters. Dolche brauchen wir erst recht keine. Beile auch nicht. Kampfstab, Kriegsbogen. Wir haben den außergewöhnlichen. Oh, den könnten wir Kanna geben. Gute Pike behalten wir mal. Ein guter. Da ist noch ein guter Säbel. Gutes Schwert. Stilett. Das kann weg, das kann weg, so. Jetzt können wir bis auf einen Gambason alle mal weghauen. Eine Robe, zwei Lederrüstungen. Wir haben einen außergewöhnlichen Brustharnisch, da brauchen wir keinen guten, so. Gut, und jetzt wird gekauft. Ich hätte gerne das Schwert. Einen guten Jagdbogen. Und diese Rüstung hätte ich gerne, die ich da unten gesehen hatte. Die Triche nehme ich natürlich auch gern. Dumdi, 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 dumdi. Hier war sie, genau. Dankeschön. Wo ist eigentlich mein Schwert hingekommen? Da ist mein Schwert hingekommen. So. Sativari hat mal einen Bogen. Passt besser zu ihm als ein Zepter. Und wir können nach Khet Nuha aufbrechen und gucken, was der Gesandte zu sagen hat. Und was wir dort gerade zu tun hätten. Und dann würde ich sagen, gehen wir bald mal in die tiefen Pfade rein. Neue Quest, Rückkehr an den Hof. Die Steine und Geister an diesem Ort haben mit der Heilung begonnen. Rückkehr an den Hof.
Es ist erneut ein Bote vom Palast des Dukes auf Ketnoa angetroffen. Kanzler Varin sagte, er würde einen weiteren Boten schicken, wenn es Neuigkeiten zu der Frage gibt, wer der rechtmäßige Besitzer von Ketnoa ist. Kanzler Varin scheint einen weiteren Boten aus dem Palast des Dukes in Trutzbuch geschickt zu haben. Der Bote erwartet mich in der Herrenhalle. Also ja, der Burghof sieht jetzt wieder sauber aus. Die Türme sehen auch wieder aufgebaut aus. Die Mauern sind halt noch und die Gebäude und halt so die Außensachen. Also Außensachen meine ich jetzt. Also die Mauern habe ich gesagt. Innen drin fehlen noch Bibliothek und Händlerstände. Aber das Forum, das Übungsgelände, der botanische Garten und der Irrgarten. Die Sachen. Ja, ich kann in meiner Leuchthöhle rasten. Da habe ich 3 Rastpausen lang Wahrnehmung durch die Türme. Aber nee, das will ich gerade nicht. Ich will nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Also ja, das Forum hier. Hier der Irrgarten, da der botanische Garten und keine Ahnung, wahrscheinlich das Übungsgelände ist hier drüben, ja. Sieht danach aus, weil hier steht auch mein Scharmützler. Wünschen Sie was? Mit seinem Löwengefährten. Ich bringe eine Nachricht aus dem Palast des Dukes. Mit dem möchte ich selber sprechen. Verzeiht die Störung, meine Fürstin. Kanzler Varin erbittet ein dringendes Treffen im verkohlten Fass in Farnheim. Geht es wieder um Ketnoa? Wer war doch gleich Kanzler Varin? Warum trifft sich der Kanzler nicht im Palast mit mir? Ich treffe mich mit dem Kanzler, sobald ich Zeit dazu habe. Warum trifft sich der Kanzler nicht im Palast mit mir? Vielleicht erbittet dieses Treffen nicht in seiner offiziellen Funktion. Das kommt gelegentlich vor. Der Bote starrt zu Boden, um dich nicht in die Augen blicken zu müssen. Ich treffe mich mit dem Kanzler, sobald ich die Zeit dazu habe. Der Bote verneigt sich und geht. Palastbote verlässt die Festung. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Gibt's was Neues hier? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, meine Fürstin. Bitte lassen Sie mich jetzt wissen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Wie ist der Zustand der Burg? Die Leute beginnen, ihre harte Arbeit zu bemerken. Ich könnte mir denken, dass wir schon bald mehr Besucher bekommen werden. Ich bin froh, dass Sie sich zum Bleiben entschieden haben, meine Fürstin. Diesen Ort, um das andere Mal verfallen zu sehen, war schwierig. Ihn wieder aufgebaut zu sehen ist, ich kann die Menschenmengen und Bittsteller schon vor mir sehen. Wie wäre es an den Armen mit etwas Musik? Oh, ich habe doch hoffentlich nicht übertrieben. Hier ist der Bericht. Zurzeit keine Ereignisse, aber wir können gucken. Wie es hier drin aussieht. Oh, wir haben schöne Sachen. Regenfäulnis beschwören, das ist immer gut. Jede Menge Geld. Dank des Geisterschildes. Umhang der Bequemlichkeit. Also den einen Umhang, den sollte Palegina kriegen. Und ich habe schon 2 so Dinger. Dann in der pack mal den Trank weg. Du kriegst das Ding. Also ja, werfen wir doch mal einen Blick nach oben oder in die anderen Räumlichkeiten von Ketnoa. Ja, hier ist die Bibliothek, die noch immer im schlechten Zustand ist.
Diese Karte zeigt die alten Kolonialgrenzen des Dürrwalds anstelle des heutigen Trutzbuchtes eine Siedlung namens Neu-Dunrit markiert. Daher die Dunritstraße. In den leeren Regalen haben sich Spinnen eingenistet. Ich weiß nicht genau, wo die Händlerstände errichtet werden. Dem Ding nach zu urteilen, würde ich sagen, hier drin sieht es danach aus. Also, wenn ich hier gucke. Ja, das Bild mit den Händlerständen, das könnte. Ja, das ist hier. Hier würde dann der Händler stehen. Und hier oben habe ich meine Kaserne. Ja, Gefolgsmannszahltag. Ich habe 4 Gefolgsleute gerade. Ja. Jeder kostet 10 pro Tag. Heißt 40 pro Tag. Das heißt, alle 5 Tage wird mir Geld abgeknüpft, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, die Kasernen sehen sauber aus. Und in dem Kopfkissen liegt eine Skizze einer jungen Elfe mit großen Augen und einer kleinen, schönen Nase. Sind es wirklich die Augen? Unter der Bettdecke sind 3 schmierige Spielkarten versteckt. Okay, in der Kaserne ist alles tutti. Das heißt, wir können uns nach unten begeben. Zellenbewohner haben wir ja keine. Noch nicht jedenfalls. Hail, Traveler. Seien Sie gegrüßt, meine Fürstin. Meine Aufgabe ist die Aufsicht über Ihre Kerkerzellen. Wenn Sie auf Ihren Reisen Gefangene nehmen, dann werde ich mich so um Sie kümmern, wie Sie es für richtig halten. Momentan ist der Kerker leer, aber das werden sie sicherlich schon bald ändern. So, dann versuchen wir wenigstens mal so die Hälfte der verschlungenen Pfade zu meistern. Hier haben wir ja alles bereits. Die Barriere ist ja auch weg, weil wir das Ding hier übernommen haben. Welches Level sind wir? 8. Lay Also ja, wird Zeit hier in. Here we are. To think we are so close. Beneath our very feet lie the endless paths built by Ard Nua, the great Angwithan king. Well, up here, this is all Adirin, of course. But should we descend far enough, we will find some real history. Hier wären wir also. Wenn man sich überlegt, wie nah wir sind, direkt unter unseren Füßen liegen die endlosen Pfade gebaut von Ord Nua, dem größten angwithanischen König. Kann er jetzt inne? Naja, hier oben ist natürlich alles edirischer Bauart. Aber sollten wir tief genug hinabsteigen, werden wir wahre Geschichte erleben. To uncover that great king's tomb would be a dream. But it is one of his servants I am after. Gebranos, a powerful mage and a dedicated scholar, a keeper of lore, just as I mean to be.